Ja, bla 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 bla, rote Blumen, bla 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 bla, Samen, bla 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 bla, Toko, füttere ihr die Samen, bla 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 bla. Uff, wo bin ich? Ja, renn weg und renn voll in Balrog rein. Es sieht von hinten auch aus wie ein Koffer. Oh, das King wieder. Bam! King, nein, tu es nicht! Du bist Misery nicht gewachsen. Nein, du darfst nicht sterben, King. Ja, kennen wir schon, kennen wir schon, kennen wir schon. Ja, da bin ich endlich. Gut. So. Feuerball. Nein, Raketen. Und ausweichen. Oh Gott, wie soll ich denn ausweichen? So, jetzt aber. Schieß doch! Nein! Okay, Level down. Egal, ich habe noch diese Raketen. Hey, Level up, cool. Okay. Was? Ah, keine Raketen mehr, na toll. Lalala. Blabla. Gut, Schutzschild, das ist immerhin etwas. Nein, wir können. Ah, ich dachte, ich könnte die Blöcke abwehren, aber scheint nicht der Fall zu sein. Bleibt uns jetzt nur noch der Flammenwerfer übrig. Ah, 15 Lebenspunkte noch. Okay, ich muss die Herzen einsammeln. Da. Hier kann ich mich leider nicht so gut aufladen, wie bei einigen anderen Bossen, die jede Menge. Wow, 108 Schaden. Das war gut. Wie bei einigen anderen Bossen, wie zum Beispiel dem davor, der ja die ganzen Zahnräder hat fallen lassen. Und hier kann ich nämlich nur an den Blumen aufladen, wenn die irgendwas fallen lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du jetzt was wirst, töte ich dich. Glück gehabt. So. Nein, Toko. Ich musste Toko töten. Nein. Das kann nicht wahr sein. Wir haben die wild gewordene Toroko besiegt. Und sie ist tot. Sie verschwindet. Ich fühle mich schlecht. Aber ich muss es tun. Es ist zu spät für mich. Wirst du mich rächen? Und King ist auch tot. Und er gibt uns noch sein Schwert. Das Messer, das Schwert. Was eine ziemlich geile Waffe ist. Also auf Level 1 noch nicht. Auf Level 1 ist es nur so ein kleines Schwert, das wir werfen können. Aber nein, Toroko ist tot und King ist tot. Und was sollen wir jetzt tun? Okay, wir können da nicht weiter. Wir können die Blumen nicht untersuchen. Ich gehe raus. Es hat keinen Zweck. Sie haben die Samen und alles ist vorbei. Hussa, da kommt Balrog. Du Arsch. Hat er uns gerade ausgenockt? Tut mir leid. Und das auch noch Misery. Nein. Also, du bist also noch am Leben. Du erinnerst mich an den einen. Damals. Ein tapferer kleiner Roboter, so wie du. Also, tough heißt jetzt nicht tapfer. Tough heißt so stark und hält viel aus. Ich sehe, dass wenn wir dich direkt konfrontieren, es einfach nur Dinge kompliziert macht. Ins Labyrinth mit dir. Gut, sie teleportieren uns einfach weg ins Labyrinth. Und dich auch noch. Hä? Misery ist echt so eine blöde Kuh. Das hat sich gut angefühlt. Sie hat uns und Balrog, also uns, Balrog und mich ins Labyrinth gesperrt. Sieht so aus, als hättest du den Grund auf dem Grund aufgeschlagen, auf dem Boden. Was ist dieser Ort? Wo ist dieser Ort? Labyrinth 1. Und jede Menge Roboter. Sie sehen so aus wie wir, bloß ohne Kappe und in Blau. Und da ist eine Tür. Und sie will sich nicht öffnen lassen. Der Schalter, der diese Tür anscheinend öffnen soll, befindet sich irgendwo oben. Aber es ist schwer, hier Halt zu finden. Zumindest da oben. Ich bin immer und immer wieder nach unten gefallen, bis ich meine Beine gebrochen habe. Ja. Das wäre jetzt auch einfacher, hätten wir eine gewisse Waffe, die hier nicht erwähnt werden soll. Ich wette, Misery hat dich auch nach unten hier unten verfrachtet. Das, du armes Ding. Das hier ist die Müllhalde der Insel. Wenn du einmal hier drin bist, wirst du niemals herauskommen. Das werden wir doch noch sehen. Juhu, Speicherpunkt. Was hast du zu sagen? Keine Antwort. Er ist anscheinend offline. Ich frage mich, also das wird nicht ganz klar, zumindest nicht in der normalen, im normalen Ende, ob das hier die anderen Roboter sind, von denen die Rede war, die auf diese Insel gekommen sind, um angeblich gegen die Minigas zu kämpfen. Keine Ahnung. Ich speichere erstmal und ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich versuche mal die Tür hier aufzukriegen.
Ich versuche es zumindest. Ich habe 11 Leben, also ein Aufladepunkt finde ich gut. Und hier sind schon wieder die Sprungviecher. Nein. Das Schwert ist geil, oder? Auf Level 1 macht es 15 Schaden mit einem Schlag. Und das auch nur, weil das Vieh nicht mehr Lebensenergie hat. Allerdings braucht es auch ziemlich lange, sich aufzuladen. Hä? Aha. Ich treffe dich nicht. Okay. Frissraketen. Danke. 11? Okay, das hat nur 11 Schaden genommen. 10, okay, dann ist 15 anscheinend doch die maximale Anzahl. Du kriegst mich nicht. Nein, du kriegst mich nicht. Boah, es schießt. Es ist ein böses Fliegenvieh. Also, es springt nicht auf uns drauf, sondern es schießt. Ja klar, die Gegner werden arschiger. Du stirbst. Ja, ich falle natürlich wieder runter. War klar, das meinte ich, solche Szenen. Wo es dann darum geht, irgendwo nach oben zu klettern, da falle ich runter. Aber wenn ich dann nur so ein paar einfache Blöcke überqueren muss, dann natürlich nicht. Egal, ich wurde getroffen. Was soll's. Obwohl, das sollte ich nicht sagen, ich habe nur noch 6 Lebenspunkte. Und ich sehe hier nichts zum Aufladen. Nein. Nein. So, jetzt. Danke. Das Schwert ist geil. Nee. So. Naja, wenigstens bin ich nicht ganz runtergefallen. Vergiss, was ich gesagt habe. Hüpf nochmal. Und nochmal. Das kann nicht wahr sein. Sorry, Leute. Irgendwie will das nicht. Nee, komm schon. Und nochmal. Und nochmal. Und hier und dort und... Ich will den Booster haben. Oder das Maschinengewehr. Wobei, der Booster wäre mir lieber. Ja. Danke. Ich hab's geschafft. So, du stirbst. Nicht dich erstmal los. Und hoch da. So. Was das für komische Musik ist, so. So. Augen. Nein, du. Da. Ich hab zwar seine Schüsse getroffen, aber selbst nicht. Aber was soll's. Wenigstens hat es mich dafür nicht getroffen. Dich töte ich auch. Und ich versuche nicht... Moment, das ist ein... eine Lebenskapsel! Yay! Sie war unter dem Flugvieh versteckt. Gemein. Ist gut, dass ich die doch getötet habe. Ich hätte auch einfach hier weitergehen können. Wow. Okay, cool. Das habe ich komplett vergessen. Nee. Geht doch wieder zurück? Komm schon, sag das hier zurück. Ja, danke. Gut. Dann... Nein. Oh, das war knapp. Gut. Okay. Jetzt dich. Nein. Na gut, nochmal. Ich will auf dich drauf. So, jetzt will ich auf dich drauf. Warum ist ein Terminal? Ja. Nein. Egal. So. Und auf dich. Und. Ja, wir haben es geschafft. Was kein Roboter vor uns geschafft hat. Ja, wir möchten die Tür öffnen. Sehr gerne. Sehr gerne. Damit wir weiter in das Labyrinth vordringen können. Um irgendwo einen Ausweg zu finden, hoffentlich. Schwert. Na toll. Schwert. Sonst fallen wir mal ganz nach unten, ne? Aber wenn ich da nach unten will, dann treffe ich irgendwo eine Plattform. So, speichern, damit ich nicht nochmal da hoch muss, falls ich sterbe. Labyrinth H? Okay. Ein Roboter, zumindest was von ihm übrig ist. Er ist kaputt. Da ist nur noch der Kopf und ein Bein oder so. Und es hält viel aus. Ach nee, doch nicht. Das war nur die Todesanimation. Aha. Ich traue euch Blöcken nicht. Ich weiß, dass ihr euch gleich bewegen werdet und versuchen werdet, mich zu zerquetschen. Ja, ich wusste es doch. Aber nicht mit mir. Ich weiß einen Ausweg. Von dir lasse ich mich erst recht nicht zerquetschen. Wir haben Labyrinth H geschafft, ja. Geht doch gut voran. Labyrinth W und die Musik wird cool, ja. Und, vielleicht erreichen wir jetzt sogar Level 2 mit dem Schwert, das wäre cool. Machen wir noch mehr Schaden. Wobei das eigentlich so schon eine ziemlich geile Waffe ist. Raketen und Energie. Also nicht Energie, Erfahrung, ihr wisst schon. Egal. Ich glaube, die können... So. Nein. Ach, das kann ich durch die Glocke durchfeuern. Egal. So. Ja, läuft doch super. Level up, ja. Wir haben ein großes Schwert. Nichts kann uns mehr im Weg stehen. Und, keine Angst, die Viecher sind freundlich hier drin. Im Labyrinth-Shop. Die haben ja den ganzen Laden. Ich bin so hungrig für Mimiga, nach Mimiga-Fleisch. Was? Willst du Mimigas essen? Riech. Du riechst ein wenig nach einem Mimiga. Ich weiß, ich hatte Kontakt mit ihm. Ich habe mit einem geschlafen. Vor langer, langer Zeit
lebte eine Hexe auf dieser Insel. Sie ist die, die das Labyrinth konstruiert hat, damit wir... Moment, bla bla bla. Um uns Gaudis hier unten einzusperren. Und diese Hexe war Jenka, wenn ich mal so viel schon verraten darf. Miseries Mutter. Hast du jemals das, die, bla, hast du jemals gesehen, was außerhalb dieser Insel liegt? Diese Insel schwebt hoch in den Lüften. Wie sie es schafft zu schweben? Da dieses Geheimnis liegt innerhalb dieser Mauern, dieses Labyrinthes. Wir werden es herausfinden. Willst du speichern? Ja, ich will speichern. Und ich mache hier nochmal einen kurzen Schnitt. Und ich glaube, ich mache gleich noch weiter, denn ich habe gerade Lust. Und ja, mehr Videos für euch. Mein bedeutet, ihr könnt gucken und habt mehr Spaß, hoffentlich. Also, bis gleich. Und ich hoffe wirklich, dass ihr Spaß an meinen Videos habt. Ciao.